So, meine lieben Kinder, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rogöchen Popöchen spielen. Ja. Ja, wie gesagt, vorgenommen, immer weg, ich in den Tast spielen, es klappt einfach nicht. Ne? Wir bauen, na, ist egal. Ich wollte ja sagen, wir bauen ja auch um und alles, ne? Aber das muss ich ja gar nicht rechtfertigen. Die Folge kommt dann, wenn sie kommen. Und, ja, wir waren da stehen geblieben. Lori wollte uns nicht gehen lassen, die blöde alte Zippe. Ne, wollte die Haare abschneiden und mit Knoblauchhaarspray einsprühen, damit sie dann, ja, Kopfschmerzen kriegt. So, weiter geht's im Text. Irgendjemand hatte geschrieben, hey, du hast ja Life is Strange Musik dazu gemacht. Ja, manchmal. Aber ich find's cool. Das finde ich schon, das ist schon schön. Das ist schon schön. So, und, los geht's. Ich stecke mir meine Ohrringe an und setze mich daneben Lori. So, ich bemühe mich um Geduld. Das entscheidet ihr aber nicht sie. Ah, gehen wir mal erstmal. Das ist ein Kind, ne? Das 300 Jahre alt ist. Ich kümmere mich schon die ganze Woche um dich. Ich habe das Recht, einen Tag freizunehmen und einen oder zwei Abende mal nichts zu tun. Nein, das wirst du nicht. Du wirst dafür nicht bezahlt. Ausgehen und dich zu amüsieren. Mhm. Was ist denn in dir gefahren? Ist die, Ich stehe auf, um meine Jacke und deine Tasche zu nehmen. So ist es halt, Lori. Damit wirst du leben müssen. Das Kind lehnt sich zurück und verschränkt die Arme rund um ihr Lieblingsplüschtier. Wie nervig sie doch sein kann, wenn sie versucht, alle Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ich schaue auf die Uhr und merke, dass Lori gerade dafür gesorgt hat, dass ich so spät komme. Ja, danke schön, Lori. Ich muss jetzt los. Ich bin mir sicher, dass du mit deinen Brüdern einen wunderbaren Abend haben wirst. Ich hasse dich! Ja, danke schön. Mal wieder. Ich hasse dich und ich will nicht, dass du wiederkommst. Du kümmerst dich nicht um mich. Das stimmt nicht und das weißt du auch. Die Zeit, die ich mit dir verbringe, reicht völlig aus und ich sorge mich auch um dich. Allerdings bin ich nicht deine Marionette, Lori. Ob es dir nun gefällt oder nicht, ob du willst und nicht. Ich gehe heute Abend aus. Entweder du packst deine Koffer und gehst oder du packst deine Koffer und fährst. Lass mich in Ruhe. So. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Oh, Sünde, jetzt wird sie total traurig. Oh, mit Kugeltränchen. Vielleicht hat sie eine Knoblauchallergie oder so, keine Ahnung. So. Sie spielt wie das verzogene Mädchen. Ich sehe, wie Nikolai in der Tür auftaucht. Lori hat die schlechte Angewohnheit, nie hinter sich die Tür zu schließen. Noch so etwas Nerviges. Alles okay bei euch, beiden Damen. Man hört euch ja von anderen Enden des Korridors aus streiten. Alles in Ordnung. Ich habe mich nur fertig gemacht und derweil ein wenig mit Lori geredet. Ja, wir wollen mal, gewinnen. Es ist ja nicht nötig, bezüglich Loris Verhalten ins Detail zu gehen. Aber sie gibt ja eh selbst noch ihren Senf dazu. Sie kann nicht ausgehen, wenn ich will, dass sie bleibt. Nicht heute Abend, Lori. Sahnetrufelchen darf heute selbst entscheiden, was sie machen will. Aber ich will nicht, dass sie ausgeht, verdammte Axt. Lori, sei ruhig. Sie seufzt und sieht mich böse an. Das ist aber geil gemacht. Sie scheint jetzt noch wütender zu sein als zuvor. Aber ich bin ja ganz alleine. Und ihr ist das voll egal, Mann. Erzähl keinen Unsinn. Du bist doch nicht alleine. Ich bin auch da. Die Wandlung, die sie vollzieht, ist verblüffend. Lori springt auf und wirft sich in die Arme ihres Bruders. Wirklich? Spielen wir beide miteinander heute, ja? Aber klar doch. Aber nur unter einer Bedingung, dass du künftig netter zu Sahnetrufelchen bist. Hast du verstanden? Lori wirft mir einen giftigen Blick zu und nickt dann aber. Na klar, ich werde brav sein. Glaubst du, dummer Bruder? Warum nur glaube ich hier nicht? Weil du eine kleine fiese Ratte ist. Ja, okay. Oh, ach man, das hätte ich so gerne. Aber, ihr wisst ja, es gibt Werbung.
Fortnite mal ganz im Ernst für Mobile? Soll ich das mal probieren? Leute, schreibt mal was dazu, ob ich das probieren soll. Eigentlich habe ich keine Lust, weil ich ja nicht mal Zeit habe, das so vernünftig zu machen. So, Minispiele. So. Und weiter geht's. Oh, jawohl, ja. Nein, ich hab sie genommen. Nein. Oh Gott, man sollte manchmal... Ach, das ist so ein... Oh, verdammte Scheiße, jetzt sehen wir uns wenigstens noch ein Video an. Das hat sie auch... Ey, ich hab auf mein Aufnahmeding gedrückt und... Was ist denn da los? Ey, ganz im Ernst, zwischen diesen Dingens, diesen Aufnahmedingens und das, wo ich okay drücken kann oder bestätigen kann, da ist so viel Platz. So viel. Also, um das mal so räumlich zu zeigen, 5 cm. Und ich war weit entfernt von dem OK-Knopf oder sowas. Und er macht das einfach so. Einfach so. Na gut, dann werden wir noch wissen, ob sie jetzt eine fiese Ratte ist oder nicht. Oh, scheiße, ey. Dann wird es eine sehr kurze Aufnahme. Ich muss los. Vergiss nicht dein Schlüssel. Ja. Tut mir leid, Leute. Aber irgendwie hat das mit dem Knopfdrücken nicht so ganz so funktioniert heute. Und ich bin mir so sicher, weißt du, wenn man hier so drauf drückt, ihr könnt ja selber, das ist ein Aufnahmeding. Und wenn ihr diesen roten Punkt seht, das ist echt jede Menge Platz dazwischen. Ja, es tut mir leid, aber gibt es heute wenig Story. Trotzdem 6 Minuten 28, immer so eine normale Zeit für Drogöchen, Popöchen, der heute mal nicht da war in dieser Folge. Und ich hoffe mal, dass wir morgen nicht, schaffe ich wohl nicht, aber dass wir in der kommenden Aufnahme oder in einem kommenden Video sehen werden, wie wir uns amüsieren können mit Sarah beim Trinken. Hoffentlich sind wir voll besoffen. Und dann treffen wir auf Drogo. Natürlich tun wir das. Also, meine lieben Leute, das war's für heute und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Freunde!